Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zur Gameplay-Analyse Teil 2 Cityside. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, da habe ich die T-Seite analysiert, dann könnt ihr hier oben auf das i klicken und auf die Playlist drücken, die da verlinkt ist. Und in dieser Playlist ist der erste Teil der Gameplay-Analyse und auch noch weitere Tutorials hier für diese Map, also für Overpass. So, also, wir gehen hier zu dritt auf B, was gar keine so schlechte Idee ist, wobei blau oben im Window stehen bleibt. Sowas ist eigentlich nicht schlecht für zwischendurch, aber wenn sie mit Glocks und so ultra gerusht kommen, finde ich es immer sehr hilfreich, wenn alle drei möglichst unten sind, um sehr schnell zu reagieren. Aber es ist auch nicht zwingend ein Fehlverhalten, wenn dann der andere oben im Window steht. Aber er sollte dann auch wirklich jemand sein, der auch ganz gut aimen kann. Alle Verschobenen sind bereits tot. Die kamen hinten durch Connector und er ist jetzt auch gestorben. Somit haben wir verloren. Der Rush war einfach zu krass, wir konnten ihn nicht zurückdrücken. Hier merkt man auch gleich wieder das Fehlverhalten der Mates. Es gibt keine Kommunikation. Man sieht gleich, dass sie einen Mitte-Rush machen wollen. Sie haben aber gar nichts gesagt. Das heißt, ich gehe runter und schaue jetzt auf die Karte und denke mir, was passiert hier? Ich überlege dann kurz, ob ich zurückgehen soll oder nicht. Aber denke mir dann, nee, hier ist eine Smoke gerade aufgegangen. Ich gehe wieder auf the B. Ich kann es hier nur nochmal wiederholen. Das A und O ist die Kommunikation. Wenn ihr nicht kommuniziert, wird das nichts. Sie schieben jetzt genüsslich auf B drauf. Er killt ja schon mal den Bombenplanter, wobei er da schon durchgelegt hat. Er hat nachgeladen. Wartet ihr auf die Mates, was an der Stelle gut ist, aber er kriegt den Kill nicht geholt. Sie wollen sie jetzt so in die Zange nehmen, indem Purple eben von da hinten kommt. Er hat da auch einen gelegt, der auf A verschieben wollte. Aber jetzt kommen sie so ein bisschen ins Stocken. Also Orange schaut oben durchs Window. Purple schaut oben durchs Window und ballert runter. Und Orange steht halt da und macht nicht viel. Er schaut noch nicht mal irgendwo hin. Erst jetzt guckt er kurz. Sie können eh nichts mehr holen. Also sie hatten beide keinen Diffuse dabei. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Du musst wissen, ob eine Runde holbar ist. Nur von der Zeit her oder nicht. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt, das Dumme ist jetzt, also wo sein Mate tot ist und die Runde eh schon aufgegeben ist, stellt er sich so offen aus der Tür heraus hin. Es ist wirklich ziemlich bescheuert. Er hätte aus dem Türspalt gucken können. Er hätte rechts einfach in der Tür stehen bleiben sollen und auf Short schießen können. Aber nein, er muss rausgehen und dann natürlich den Shot fangen. Klar haben wir da jetzt nicht viel verloren, er hatte nur eine Deagle dabei, aber trotzdem hätte er einfach einen Kill machen können und überleben können. Das wäre auch gegangen. Das mit dem Diffuse-Kit ist eine sauwichtige Sache, weil ich ständig, wirklich ständig die Paradebeispiele für das falsche Vorgehen sehe. In meinen Solo-Queues, manchmal auch in Viewer-Games. Es gibt Leute, die ohne Diffuse-Kit langsam spielen und die Runde nicht aufgeben wollen, mit Waffen wohlgemerkt, was komplett bescheuert ist. Das heißt, sie haben kein Diffuse-Kit und sie schleichen ganz, ganz langsam hin, versuchen sich aufzubauen zu zweit gegen die letzten 2-3 Tees, aber haben die Zeit gar nicht mehr. Beziehungsweise laufen darauf hinaus, dass die Zeit nicht mehr reicht. Ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn die Runden noch versucht werden, weil selbst ein 2 gegen 4 noch machbar ist. Aber wenn ihr kein Diffuse-Kit habt, dann hat es keinen Sinn, langsam zu machen, weil ab einem gewissen Punkt, und das merken die Leute nicht, ist die Runde verloren, weil man dann nicht mehr alle killen und diffusen kann. Das geht da nicht mehr. Also die Zeit reicht einfach nicht. Man hat nicht mehr diese 10 Sekunden zum Durchdiffusen. Und sie gehen trotzdem ran mit AWP und M4 und verschenken dann die Waffen. Ohne Diffuse. Ich sag dann manchmal auch, you got no Diffuse oder ihr habt kein Diffuse oder Achtung Diffuse. Ah. Ihr müsst es wirklich im Blick haben. Und genauso bescheuert ist es, wenn Leute die Runde zu früh aufgeben. Obwohl sie einen Diffuse haben oder eben noch genug Zeit haben. Das ist genauso retarded. Man muss die Situation selbst erkennen, in der man schauen muss. Sobald es irgendwie auf Zeit geht, sobald die Bombe gelegt ist, drücke ich oftmals einfach auf Tab und gucke, wer Diffuse hat und wer nicht. Beziehungsweise ich schaue zumindest auf meinen Diffuse. Habe ich eins? Ja, nein, vielleicht. So, und dann mit dieser Information, die man dann auch weitergibt. Leute, ich habe einen Diffuse, lasst euch Zeit, so ungefähr. Gibt man eben an, wie der Pace, wie die Geschwindigkeit anzulegen oder festzulegen ist. Ja, und hier wurde jetzt eben der Mate von hinten gekillt, das hätte er sich echt denken können. Schaut euch mal die Zeit an, wann wir gelegt wurden. Also, die kommen bei 1,40 und wir sind beide tot, bei 1,30 wahrscheinlich circa. Blau kommt jetzt schon langsam. So, da sind wir tot. Also ich bin tot und jetzt ist auch direkt der Mate tot. Und er rennt jetzt direkt los. Und Blau stellt sich oben ins Window rein, er ist gleich da. So, jetzt ist er da im Window. Und es sind jetzt schon fast 10 Sekunden vergangen, seitdem wir da unten gekillt wurden. Und noch 4 Tees Richtung B sind. Da ist es komplett klar, vollkommen, dass jemand zumindest Richtung Jungle geht. Vielleicht ein Stück in den Tunnel rein, wenn nicht sogar hoch ins Window. Und jetzt passt mal auf. So, da wird er geholt. Also wenn ihr so einen Fall habt, dass auf B schon seit 5 Sekunden alle tot sind und da wahrscheinlich sehr, sehr viele Tees sind, dann geht nicht einfach ins Window rein, guckt nicht nach hinten, sondern geht erstmal den Weg runter und schaut, ob nicht vielleicht da hinten einer bei Red ist. Und wenn dann da keiner ist, kann man hochgehen ins Window, 2-3 Sekunden runterschießen, dann aber wieder nach hinten und gucken, ob da nicht was kommt. So, Orange ist AFK, beziehungsweise gibt die Runde komplett auf. Sie haben auch keinen Diffuse. Jetzt kann man die Runde auch gerne aufgeben, denn es ist alleine jetzt schon sehr, sehr knapp. Ich verstehe nicht ganz, warum Orange dann schon 25 Sekunden, bevor die Bombe hochgeht, entscheidet, gut, es wird nichts mehr. Ihr müsst diese Zeit raushaben, ihr müsst es hören, man hört die Bombe ja meistens ticken. Und ihr müsst einfach hören können, ah ja, die Bombe tickt noch ungefähr 10 Sekunden. Einfach nur von dem Ton.
Sondern sollte man wirklich, guckt euch dazu mal ein paar Tutorials an. Es ist wirklich nicht schwer, das zu erahnen, wie lange sie noch tickt oder es herauszuhören. Naja, wir sind jetzt wieder zu dritt auf B und diesmal auch alle richtig schön hier drauf. Die beiden waren jetzt sehr nah on spot, das heißt, oder hieße dann für mich, gut, dann gehe ich Jungle, damit ich, ne, so mitmetzeln kann. Blau schiebt aber jetzt dann direkt hoch, weil dort Leute gekillt wurden und scheinbar auch die Bombe gesichtet wurde oder sowas. Ich weiß nicht, was sie gelabert haben. Und darum bin ich dann auch mal mitgegangen. Kann mich aber hier nicht entscheiden, weil ich die Bombe selbst nicht sehe. Und B alleine da steht. Also gehe ich erstmal Richtung B. Auf A wird schon wieder einer gekillt. Und jetzt sollte ich, genau, sehr gut. Und jetzt muss ich langsam rüber, weil das dann doch sehr klar ein A-Gau ist. Ich hätte doch etwas früher gehen sollen, aber ich war mir zu unsicher. Und ja, was soll ich machen? Auch ich mache irgendwelche Fehler. Es ist halt schwierig, in der Runde zu entscheiden, wenn du nur die Hälfte der Infos hast, weil du nicht diesen ruhigen Überblick hast, wie wir ihn jetzt haben, was richtig ist und was falsch ist. Vor allem, wenn die Leute nicht callen. Ja, sorry. Er hat den letzten geholt. Er soll schön diffusen. Er steht jetzt 13-6 und das ist so ein Stand, bei dem auf jeden Fall immer noch alles offen ist. Aber es ist halt schwierig, alles zu hustlen, weil man nur noch ganz, ganz wenige Fehler machen darf. Denn es ist ganz klar, egal wie gut man ist, man kann durch einfach einen dummen Fehler, also in dem Fall Glück für die Gegner, weil man einen Fehler gemacht hat, kann man eine Runde natürlich abgeben. Und da ist es blöd, wenn man dann nur noch einen Puffer von 1 hat, von einer Runde. Wir stehen jetzt hier auf B wieder ziemlich chillig. Ich wurde geflasht und die haben wir wunderschön gekillt. Aber ich habe hier auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Also ich habe Glück gehabt, dass der Kollege nicht gestorben ist. Schaut mal, der ist durchgegangen. Ich wusste auch, dass er durchgeht und Richtung Long guckt. Dachte auch für mich, juhu, cool. Der wird rechtzeitig ansagen, wenn was kommt. Das heißt für mich an der Stelle, da hat man schon was gesehen auf Short. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, dass da was kam. Die Flash. Ich wollte eine Nade schmeißen auf Short, weil ich mir dachte, okay, die kommen da bestimmt gleich. Aber in der Zwischenzeit rennt einer schon durch, der Rechte. Mein Kollege wäre tot gewesen, hätte der irgendwie gut reagiert, hätte er den auf Long gesehen, wie auch immer. Und Purple hätte mich zurecht angeschissen, weil er sich ganz offen für Short auf Long stellt und guckt. Das heißt in dem Moment, ich muss gucken. Wenn ich ihn Nade schmeißen will, muss ich dabei trotzdem so ein bisschen gucken. Ich kann mich nicht einfach da rechts hinstellen und dem dann ins Messer laufen lassen. Zum Glück haben wir beide gleichzeitig die Gegner gesehen. Man sieht, er sieht den vor mir und ich sehe den auf Short und dann plopp. Es sind beide gleichzeitig gestorben. Das war ein gutes Play. Aber wahrscheinlich hat Purple schon so eine Ader auf der Stirn. Er hat auf Long noch zwei gekillt. Oder einen, weiß ich nicht. Auf Shot hat er mir noch einen gesnackt. Bombe down. Die Kollegen hätten dann zwar langsam schon Richtung B kommen können, weil wir die Bombe ja hatten, aber sie haben dann den Kill geholt und gut war's. So, optimale Auslastung der Raidschaftigkeit. Unser Kollege ist bei so einem Spielstand gegangen. Ich weiß nicht mehr, ob er wiedergekommen ist, aber wir haben einen Bot. Und ein Bot bei CT ist ein Arschtritt, ein riesiger Arschtritt. Bei T geht es noch, aber bei CT hast du eine Position weniger, die gescheit gespielt wird. Das ist räudig. Die Kollegen halten den Bot nicht zurück. Der Bot geht einfach vor. Ich habe dann noch versucht, irgendwie den zurückzuholen, aber es hat nicht funktioniert. Negative, sagt er. Naja, und schon ist der Bot auch tot. Immerhin haben wir dadurch die Bombe spotten können, aber es war ja klar, dass die Bombe noch irgendwo da hinten ist. Also es hat jetzt nicht viel gebracht. Ich habe den Bot schon ab und an im taktischen Spiel, wenn er nicht genutzt wurde, genutzt, um mir anzeigen zu lassen, wo Feinde sind, ne? Indem ich ihn, wenn er irgendwo passend steht, kommen lasse und er dann halt durch diese Passage durchläuft, wo ich nicht genau weiß, ob da Feinde sind oder nicht. Sowas kann man mal machen, aber es ist ganz, ganz selten der Fall, weil meistens die Mates direkt den Bot übernehmen. So, die Bombe ist auf Long Down. Die hat eine Eco-Round. Und somit haben wir die Runde, glaube ich, auch ziemlich easy-peasy geholt. Der andere ist auf Short und da ist die Runde geholt. Hier noch ein paar Dinge zur Aufstellung. Wenn man ein decent Team hat, einfach jemand, Leute, die ganz gut sind, ja, mit denen man ganz gut zusammenspielen kann, die kommunizieren und so weiter und so fort, dann ist es wirklich nicht schlecht, wenn ihr beim B-Sichern feststellt, auf Long ist nichts, ne, also auf B-Long, dann sollte jemand auch langsam Short durchgehen und den Connector gehen, damit nämlich die A-Spieler nicht so weit vor müssen. Also hier geht der A-Spieler wieder in Connector rein, sowas kann man mal machen, aber immer in Absprache mit den B-Spielern, weil, so wie jetzt hier in dem Fall, es ist nicht viel los. Ich hätte eigentlich jetzt Short durchgehen können, um dann eben Connector hochzugehen, weil man dann vor allem auch ein A-Go schön von hinten vereiteln kann, so wie es jetzt für Blau die Möglichkeit sich eröffnet hat, seht ihr es? Die Bombe ist auf Short und Blau ist hinter ihm. Er ist dann noch am Metzeln und ist tot. Naja. Purple hat das jetzt gemacht. Also Purple geht jetzt Connector rein. Und ich verstecke direkt auf A selbst. Aber ich fresse sofort. Und jetzt haben wir nur noch die AWP. Da kann er schon safe, also er kann versuchen safe zu spielen. Aber die Bombe wurde jetzt halt auch schon gelegt. Und dann kann man sich natürlich sehr gerne langsam zurückziehen, um die Waffe zu safen. Aber da wurde halt genutzt. Naja. Unser Kollege ist wieder da, habe ich gerade gesehen. Somit haben wir zum Glück keinen Bot mehr. Trotzdem ist ein 8-14 dann doch ziemlich hart. So. Der Kollege rusht jetzt Short durch, natürlich ohne Ansage. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich da keine. Dann wäre ich direkt mit dem Molly auf Long gegangen. Wir haben jetzt B ziemlich safe, ne? Also auf Long
scheint nichts zu sein. Auf Short wird wieder jemand genutzt, also verschiebe ich natürlich direkt hoch und hoffe, dass Grün durch Connector hochgeht, weil er dann die Leute schön von hinten nutzen kann. Er ist immer noch im Connector drin und Purple spielt hier mit AWP recht lässig auf A rum. So, die Bombe ist jetzt im Connector gesichtet und scheint Richtung B zu gehen, aber der eine schreit, es ist A, es ist A, es ist A, weil er halt den einen noch gesehen hat, der da kommt, nehme ich an. Oh, da kommt einer durch. Den habe ich nicht geholt, sehr schlecht. Immerhin low gemacht, aber ich hätte den eigentlich natzen müssen. So, ja, und jetzt kommt wieder der Hammer. Die zwei Kollegen haben die Bombe ja eben im Connector gesehen, aber sind nicht rangegangen, haben ihn auch nicht gekillt. Und bleiben jetzt beide hier auf B stehen. Sie chillen da rum, obwohl ich auf A gekillt wurde. Und sie keine Sichtung mehr haben. Erst jetzt verschiebt er ganz, ganz langsam auf A. Und in einer 2 vs 3 Situation ist es wirklich von extremem Nachteil, wenn die Tees die Bombe legen können. Der Hammer wäre gewesen, wenn er einfach schon 5, 6, vielleicht sogar 10 Sekunden vorher hingegangen wäre, also hoch, um den Planten dann einfach abzuknallen. Dass die Bombe da schon auf dem Spot liegt, dann hätte nämlich Orange langsam hochschieben können und sie hätten den Vorteil des Grauens gehabt. Aber so halt eher nicht. Ihr merkt, dass das Timing wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das war einfach bescheuert. Ich weiß, Kenner von mir sagen, hey, aber sowas passiert doch auch manchmal. Ja, ich mache manchmal auch so dumm Zeug, dass ich einen Molly schmeiße. Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht so geschmissen, sondern ich wäre weiter nach links gegangen und hätte ihn an dem Ding abdopsen lassen oder so. Aber er ist ja wirklich in dem Winkel stehen geblieben, wie der AWP-Line eben noch gesehen hatte. Und hat dann die Nate geschmissen. Das ist echt nicht cool. Somit sind wir dann schon bei der möglichen letzten Runde, bei dem Matchpoint. Und die müssen wir natürlich holen. Jedes Team hat jetzt einen verloren und wir sind nur auf B, beziehungsweise der eine ist gestorben auf A oder wo es war. Und der Rest sagt sich, ja gut, ist ja egal. Wir gehen einfach hinten lang. Ich wurde gemollet und dachte mir, jawohl, ich habe da eine freie Stelle. Ich gehe jetzt sofort hoch, um einen zu nutzen, weil ich muss jetzt diesen Vorteil nutzen, dass sie glauben, ich bin da noch nicht. Aber es war keiner da, den ich direkt hätte killen können. Es war aber klar, dass sie direkt auf A gehen. Und da bin ich halt ausgerascht, weißt? Logisch, na, logisch. Aber leider nicht gut genug ausgerastet. Purple kommt jetzt langsam von hinten, Grün ist direkt hinter mir und Orange kommt von Long. Das ist an der Stelle jetzt nicht schlecht. Es ist ein 2 gegen 4. Mal gucken. Einer ist bei Bank irgendwo. Tja, den ich eben killen wollte, der ist jetzt aber gerade abgebrannt. Und Stairs, unser Stairs-Spieler. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Unser Stairs-Spieler schaut halt direkt auf den Spot drauf. Sowas kann man natürlich machen, aber man sollte alleine schon zur eigenen Sicherheit erstmal den Truck irgendwie in irgendeiner Art und Weise absichern. Ich meine, dass er da gar nicht hingeguckt hat. Dann hätte er vielleicht den gesehen, der hier rechts stand und mich genutzt hat. Vor allem, wenn drei Leute von vorne kommen, dann sollte man bei Stairs hochgehen und erstmal links gucken. Den Truck und wie es da so aussieht, was da so los ist und so weiter und so fort. Weil wir ja den Rest eigentlich im Blick haben. So ganz gut. So mittelmäßig zumindest, ne? Wenn wir einen Long haben und zwei Short. Naja. Der letzte Spieler ist tot und sie können defusen. Nächster Matchpoint. Wir konnten jetzt nochmal voll kaufen, bis auf blau. Und aus irgendeinem Grund entscheiden sie sich, wieder zu zweit auf Short zu gehen. Und wir sind jetzt nur zu zweit auf B. Da kam schon die B-Flash. Wir haben sie direkt angesagt. Achtung, Flash auf B. Könnte was werden. Ja, da ist schon einer Short. Und der ist down. Der auf Long ist auch down. Und der ist auch down. Wir haben also... Purple und ich haben doch ziemlich gut harmoniert, obwohl wir gar nicht gesprochen haben. Ich nehme an, dass Purple auch ein Spieler ist, der das Spielfeld sehr gut lesen kann, ne? Es ging direkt hin und her, pam, 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 zack. Und ja, wir haben die wunderschön genutzt, bis auf den letzten eben. Das heißt, die Runde ist eigentlich gewonnen, ne? Ich wurde jetzt hier zwar eklig weggeholt, aber das wird hoffentlich. Ich weiß nicht mehr, wie sie gespielt haben jetzt, aber ich glaube, ja, da ist er weg. Also das mit Purple war schon wirklich ein nice Play da auf B. Das war jetzt das zweite Mal, dass wir so schön synchron fast diese Kills gemacht haben, die auch sehr wichtig sind, weil sie immer dem anderen den Arsch gerettet haben, oder zumindest so ein bisschen. Aber nur zu zweit ist es halt schwierig gegen den Full Rush. Man muss halt wirklich gut stehen und auch direkt die Kills durchführen, sonst wird man gefistet. Orange war jetzt hier in Connector drin, was gar nicht so übel ist. Also wenn sich der dritte B-Spieler entscheidet, einfach mit dem Short-Spieler mitzugehen und dann eben in Connector geht, dann kann man das auf jeden Fall machen. Weil somit hat er ja die Hälfte von B-Short praktisch schon gedeckt. Und wir wussten dadurch auch, dass die Bombe da ist. Das heißt, ich habe kurz geguckt, wo die Tür ist und habe halt einfach durchgeballert, um vielleicht jemanden anzuballern. So, Purple wurde geholt. Ich dachte mir, ich flash jetzt und lass mal ordentlich rein. Aber ich habe keinen gesehen. Hinter mir ist jemand close. Ich wollte eigentlich die AWP killen, die in der Tür drin war. Aber es war jemand close mit irgendwas OMP-mäßigen oder so. Das war der Kerl, er ist direkt gestorben, Bombe ist down auf Short. Ich hätte mich jetzt natürlich auch entscheiden können, dass ich ganz außen rum gehe, aber das hätte zu lange gedauert, wäre bescheuert. Ich hätte auch durch Connector gehen können, aber der Bereich war nicht geklärt. Also auch ein bisschen bescheuert. Klar, ich hätte da vielleicht auch einen Kill holen können. Aber der Gegner hätte gewusst, dass von da wahrscheinlich gleich einer kommt, weil ich ja gerade seinen Mate gekillt habe. Und ihr solltet am besten immer von der Seite kommen,
wo sie es am wenigsten erwarten. So, gerade eben haben sie auf einmal B gerufen. B, B, B. Ich weiß nicht warum, weil sie die Bombe gar nicht mehr gesehen haben. Aber scheinbar haben sie die Hardcore-Intuition. Naja, haben sie. Letzter ist auf Short. Mit AWP. Ach ja, genau, das war so bescheuert. Ich dachte dann, gut, du bist hier. Nein, okay, du bist hier. Du bist hier. Und er war jedes Mal schon um die Ecke. So, L15. Man merkt, es wäre mit Kommunikation wirklich gegangen. Und sogar, das glaube ich wirklich ganz fest, sehr gut. Ich glaube, wir hätten gegen die wahrscheinlich in 16-10 machen können oder 16-8 oder so. Aber weil wir uns nie unterhalten haben, war es wirklich nur reines Bauchgefühl, Reading der Map, geil geworfene Decoys und so weiter und so fort, ne? Und da kommen sie auch schon und diese beiden Kills haben natürlich die Runde besiegelt. Purple und ich waren einfach die am meisten taktisch gerissen haben. Das ist übrigens ein sehr dummer Move, was ich hier mache. Guck mal, ich hab, das muss ich euch kurz zeigen. Da war nämlich überhaupt kein Game-Reading bei mir dabei. Schaut mal, Purple ist jetzt noch auf dem Spot oben auf A. Er betritt jetzt erst ganz, ganz langsam, nachdem ich meine Decoy so bescheuert werf, betritt er hinten durch die Stairs den Gang. Er ist jetzt bei den Stairs. Und ich bin on-spot. Ich hätte sofort sehen müssen, Purple ist ja noch gar nicht da, als ich unten drin war Richtung Red. Da hätte ich sofort merken müssen, mein Kollege ist gar nicht da. Weil jetzt stehe ich hier, on-spot, alleine. Er braucht noch mindestens 3 Sekunden, bis er da ist. Und da kommt eine Flash. Und jetzt passt mal auf, was ich auch für einen Move mache. Ich schmeiß meinen Molly und gehe nach rechts, um dann geflasht nach links zu gehen und runter. Das heißt, ich habe ja auch schon mal eine halbe Sekunde verschwendet, obwohl es doch ganz klar ist, dass ich in Deckung gehen muss. Also ich bin geflasht. Es kommt wahrscheinlich ein Rush auf mich zu, ich bin alleine. Purple ist jetzt erst da. Und dann bekomme ich sofort die Fresse poliert und dummerweise Purple auch. Und an der Stelle war natürlich klar, dass die Runde für den Arsch ist. Wir waren die Taktiker. Also wir haben zumindest, ohne großartig was zu sagen, haben wir ein schönes Brainplay immer gemacht. Und wir waren auch... Waren wir die Ersten? War Purple der Letzte? Ich hätte schwören können, Purple war der Zweitbeste. Egal. Man hätte dann noch was reißen können, aber ohne uns zwei verlieren sie natürlich brutal. Blau schreibt schon GG. Macht sowas nicht, das ist echt Bockmist. Schreibt sowas, wenn das Spiel vorbei ist. Damit nimmt man den Leuten einfach die Energie. Schaut mal, habt ihr gesehen, wie der jetzt noch genatzt hat? Das war der Vorletzte. Er hätte vielleicht noch mit mehr Munition hätte er reingerobbt. Und dann schreibt irgend so ein Vollidiot GG. Weißt du, sowas heißt wie, das schaffst du eh nicht. Mach das nicht, mach das nicht. Es ist dann an der Stelle ähnlich wie Flaming. Okay, soweit so gut. Das waren die Stats in der vorletzten Runde, die eigentlich vollkommen irrelevant sind, aber ich habe die ganz am Schluss abgeschnitten schon. Ich habe dann direkt die Aufnahme beendet. Nicht, weil ich da irgendwie auf die Stats stolz bin, sondern ich will euch zeigen oder sagen, dass ihr immer wieder in jeder Runde nachschauen solltet, wie eure Finanzen stehen. Hier am Ende ist es ja eigentlich egal, wobei ich halt dachte, es waren ja noch 3, vielleicht holen die die Runde noch. Da ist ja gerade eben erst Blau gestorben, das hatte ich dann noch gar nicht mitbekommen, dass Blau tot war. Und dann wollte ich schon mal die Finanzen checken. Macht es immer wieder. Ihr müsst wissen, wie viel Geld euer Team hat, weil ihr danach dann einkauft. Ihr könnt nicht einfach für euch selbst jedes Mal einkaufen. Ihr müsst immer nach dem Team schauen, um zu gucken, wie ihr jetzt am besten dann in der nächsten Runde einkauft. Und an diesen Zahlen macht ihr es fest. Aus diesen Zahlen könnt ihr sehen, wie ihr als nächstes einkauft. Und vielleicht auch, wem ihr droppen müsst und so weiter, dass der gar nicht erst fragen muss. Und wen ihr fragen könnt nach dem Drop. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, die Finanzen des Teams und auch des Gegnerteams im Blick zu haben. Ihr müsst wissen, wann die Gegner wohl eine Eco machen. Weil wenn sie eine Eco machen, dann könntet ihr ganz, ganz genüsslich spielen, also nicht rushen, sondern einfach den Eco-Rush von denen abwarten und an euch zerschellen lassen. Viele sagen auch, in der Eco sollte man gerade gegen rushen, aber irgendwie geht das bei uns immer in die Hose. Also vor allem, wenn wir nicht wissen, dass sie eine Eco haben. Da machen wir dann meistens normale Aufstellungen, da fällt mir sofort Cash ein. Als T, einer geht Richtung B und guckt da schon mal ein bisschen, 2 gehen auf A und... 2 gehen so halb Mitte, ne? Mit AWP einer und der andere will vielleicht auch einen auf Whitebox mit der AK killen oder sowas. Und dann kommen 5 wütende CTs mit Pistols auf dich zu. Dann kriegt die AWP direkt einen Headshot, dann ist nur noch die AK da. Die AK legt vielleicht 1 oder 2, aber ist einfach von der Masse des Rushs überfordert und stirbt. Dann haben die eine AWP und eine AK und sind noch zu dritt, wenn es gut läuft, sogar zu viert oder zu fünft. Rechnet mit, wie viel Geld die Gegner jetzt wohl noch haben und schaut, was die Gegner für Waffen hatten, damit ihr wisst, was sie wohl als nächstes haben, kaufen werden und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann wisst, dass sie jetzt gleich eine Eco machen, dann spielt gemütlich, spielt schön defensiv. Wenn sie irgendwie angerusht kommen und ihr steht on spot, wie immer, mit AWP und so und wartet nur auf die, sind gefickt. Aber wenn ihr in so einem Moment dann so eine blöde Taktik macht, wie das auf dieser Map hier auf Overpass, der dritte B-Spieler lieber mit dem auf Mitte durchrennt, um dann Connector zu gehen. Und dann kommen auf einmal 5 vielleicht wütende Tees um die Ecke und killen schon mal die 2. Dann seid ihr zu dritt gegen 5 Tees, die 2 Waffen haben. Das ist echt so bitter, weil sie eigentlich verloren hätten. Weil sie ja alleine schon 2, 3 Leute durch die AWPs verlieren, auf Long und auf Short oder halt je nachdem, wo die AWP steht. Ja, soweit so gut. Es fehlt jetzt noch ein Nate-Tutorial für die Map, also wo man am besten Nates und Mollys hinschmeißt. Und dann ist Overpass auch beendet. Ich weiß noch nicht, welche Map ich als nächstes mache. Ihr habt euch eigentlich alle Maps gewünscht, die es gibt. Ich mache auch alle Maps durch, aber ja, eine muss jetzt als nächstes kommen.
an der Stelle sage ich euch nochmal, Cash ist fertig und das 2 ist auch schon komplett fertig. Hier oben könnt ihr auf das i drücken und dann seht ihr da die Umfrage und die Playlist, auf die ihr draufklicken könnt. Und da sind alle Videos von der Overpass-Geschichte. Und wenn ihr auf den Kanal geht und auf Playlisten-Übersicht oder Playlists oder wie es auch immer heißt, da sind alle meine Playlists. Und da könnt ihr einfach durchscrollen, beziehungsweise mit STRG und F könnt ihr das Suchfenster aufmachen von eurem Webbrowser und dann gebt ihr da einfach ein Tutorial oder eben Cache oder das 2 und dann kommt ihr direkt an die Stelle, wo die Playlist so heißt und könnt eben draufklicken. Mich stört es immer wieder ein bisschen, dass die Leute einfach so blind sind. Also sie gucken sich nicht um. Sie sagen dann, hey, kannst du auch die und die Map machen? Dann sage ich, habe ich schon gemacht, hier ist der Link. Hey, kannst du das machen? Habe ich schon gemacht, da ist der Link. Guckt doch einfach nach. Ich habe extra für euch alles in Playlisten verpackt, dass ihr alles nachgucken könnt. In der Playlistenübersicht. Ihr müsst also nicht durch über 2000 Videos durchsuchen, sondern ihr müsst nur durch 15 Playlists oder durch 20 Playlists durchgucken. Und das ist wirklich machbar. Also bitte, Leute. Im letzten Video habe ich irgendwas über die Likes gelabert und da kamen auf einmal ultra viele Likes rein. Also sage ich jetzt hier auch vielen Dank für die ganze Likes, Leute. Ciao, ciao.